Und wer das jetzt heute Abend noch etwas vertiefen möchte, ist herzlich eingeladen. Um 19.30 Uhr kann Herr Bernhard Kniering noch mal im DGB-Haus in der Willy-Bleicher-Straße 20 sehen und hören. Da sind auch noch einige andere Leute eingeladen. Wolfgang Höpfner, Betriebsrat der SSB und soweit ich gesehen habe, auch noch Christoph Otzasek und Christina Frank von der Linken. Das Thema ist wieder Fahrpreiserhöhung. Muss das wirklich sein? Und wir finden natürlich nein, aber dort werden wir hören, warum das eben doch so ist. Jetzt muss ich noch ein paar Termine ankündigen. Also manche Termine kommen da erst so kurzfristig rein, deshalb bitte ich um Entschuldigung, falls ich irgendwas nicht ganz genau auf die Reihe bringen werde. Also einmal ist am kommenden Montag der zweite Erörterungsversuch. Alle, die Einspruch erhoben haben, aber auch alle anderen, können auf die Messe gehen und dort ab 8.30 Uhr hören, wie die GBAG versucht, die Planänderung für das Grundwassermanagement mithilfe ihrer Experten durchzubringen. Und dagegen stehen unsere Experten, die sehr gute und ausführliche Gutachten angefertigt haben. Und da werden wir doch mal sehen, was dann dabei rauskommt. Also Montag, 9.09., 8.30 Uhr bei der Messe. Die genauen Daten finden Sie und findet ihr auf dem Aktionswochenflyer. Dann gibt es von der Kampagne gegen Tunnelbohrer, die bereits zwei Veranstaltungen in Kehl und in Mannheim gemacht hat, war ich aber selber dabei, die machen jetzt eine dritte, und zwar in Heidelberg. Das ist am 14.09., also erst nach der nächsten Montagsdemo, aber das kann man sich ja vielleicht jetzt gleich schon merken. Diesen Donnerstag außerdem in Weissach, Dieter Reicherter wird dort zu der juristischen Seite von Stuttgart 21 Stellung nehmen, vor allen Dingen die Kriminalisierung und die Methoden, mit denen wir auch von Innenminister Gall nach wie vor ausgespäht werden. Wogegen wir uns natürlich auch heftig wehren wollen. Das ist eine Schweinerei. Dann noch ganz kurz, Peter Grohmann sagt mir gerade, das Buch, aber das werden wir euch nicht vergessen. Alles, was recht ist zum 30.09. mit Fotos, Fakten, Zeugen, 100 starke Seiten für 10 Euro gibt es wieder bei der Mahnwache oder bei den Anstiftern selber. Und was mich besonders freut, es werden da immer wieder neue Ideen geboren, immer wieder neue Aktionen entstehen. Und jetzt gibt es die sogenannten Turmwächter. Das ist eine bisher noch relativ kleine Gruppe, die mit Plakaten am Eingang zum Bahnhofsturm stehen und mit Flyern und allen Besuchern dort ihre Flyer in die Hand drücken, zum Teil auch mit hochgehen in die Ausstellung selber. Sie freuen sich, wenn sie Unterstützung bekommen. Ihre Plakate sind an der Mahnwache deponiert. Dort liegt auch eine Liste und liegen Flyer, man kann sich dort eintragen. Es verpflichtet einen zu nichts, man kann mal eine oder zwei Stunden machen und es ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit für alle Menschen, die gerne Kontakt zu anderen haben und die noch nicht aufgegeben haben, dass auch Proler irgendwann mal vernünftig werden. Bildung hilft, davon bin ich fest überzeugt und ich hoffe, dass viele von euch und von Ihnen das genauso sehen. Jetzt bin ich, glaube ich, fast am Ende und sage damit hiermit die Kundgebung ab. Es geht jetzt los mit leichter Verspätung, aber mit Anschluss auf die Demo zum Schlossplatz. Und dort findet wie üblich der Schwabenstreich statt und im Anschluss daran das offene Mikrofon. Ich grüße euch alle ganz herzlich und wünsche mit euch, dass wir oben bleiben.